Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute gibt es mal wieder was aus meiner Kategorie Spezialitäten aus anderen Ländern. Heute gibt es ein Galacto Burreco. Ich habe es vorher noch nicht gekannt. Schade, denn es ist echt hammer lecker. Aus meiner Kategorie Spezialitäten aus anderen Ländern habe ich euch gefragt. Ihr habt mir ganz viele Vorschläge geschickt und unter anderem war das Galacto Burreco mit dabei. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Galacto Burreco ist ein griechisch bzw. ein türkischer Grießpudding, der in Filoteig umhüllt ist mit ganz viel Butter. Super lecker. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Ist überhaupt nicht schwer und wir starten mit den Zutaten. Benötigt wird 700 Milliliter Milch, 80 Gramm zerlassene Butter, 80 Gramm Zucker, 60 Gramm Weichweizengrieß, den Saft einer ausgepressten Zitrone. Alternativ könnt ihr diesen auch durch Orangensaft ersetzen. Außerdem wird ein Teelöffel Vanillearoma, Vanilleextrakt oder alternativ ein Päckchen Vanillezucker benötigt, eine Prise Salz, drei Eier der Größe M, 250 Gramm Filoteig und den findet ihr übrigens in gut sortierten Supermärkten in der Kühltheke. Außerdem wird ein Zuckersirup gekocht. Dazu wird 225 Gramm Zucker, 160 Milliliter Wasser und die abgeschälte Schale einer Bio-Zitrone benötigt. Diese habe ich ganz einfach mit einem Sparschäler abgeschält. Auch hier könnt ihr die Zitronenschale selbstverständlich durch Orangenschale ersetzen. Achtet beim Kauf allerdings darauf, dass Zitronen oder Orangen, je nachdem was ihr verwendet, mit verzehrbarer Schale sind. Zuerst wird die Auflaufform mit einer Größe von etwa 30 x 20 cm vorbereitet. Hier gebe ich den Filoteig schichtweise im Wechsel mit der zerlassenen Butter hinein. Meine Filoblätter, die waren sehr groß. Ich habe sie passend zu meiner Auflaufform zurechtgeschnitten. Das funktioniert super einfach, entweder mit einem scharfen Messer oder mit einer sauberen Schere. Zuerst gebe ich nun etwas zerlassene Butter in die Auflaufform, gebe die erste Schicht Filoteig hinein. Bestreiche den Filoteig mit der zerlassenen Butter und gebe nun zwei Filoblätter an der Längsseite hinein. Wichtig ist, dass zwischen jedem Filoblatt immer wieder Butter gestrichen wird. Das Ganze wird so lange gemacht, bis alle Filoblätter aufgebraucht sind. Anschließend wird die Puddingcreme zubereitet. Dazu werden Eier, Zucker, Salz sowie das Vanillearoma etwa 3 Minuten schaumig aufgeschlagen. Dazu kommt anschließend das Weichweizengrieß und wird noch kurz eingerührt. Die Milch wird auf dem Herd zum Kochen gebracht. Und anschließend gebe ich davon etwa 3 bis 4 Schöpfkellen in die Eiermasse, um die Temperatur anzugleichen, bevor ich schließlich die Eiermasse in die heiße Milch zurückgebe. Dann kommt noch der Zitronensaft dazu. Der Topf kommt auf den Herd und die Puddingmasse muss nun unter ständigem Rühren einmal aufgekocht werden, so lange, bis die Masse deutlich eindickt. Passt aber auf, die Puddingmasse brennt nämlich auch sehr schnell an, also bleibt auf jeden Fall dabei und hört auf keinen Fall auf zu rühren.
Die Masse hat einmal kurz aufgekocht, ist deutlich eingedickt. Nun gebe ich sie in die Auflaufform, bedecke schließlich auch wieder schichtweise mit dem Filoteig und der restlichen Butter die Puddingmasse. Den Backofen heize ich in der Zwischenzeit schon einmal vor auf 170 Grad Ober-Unterhitze. Das letzte Filoblatt wird natürlich auch noch mit Butter eingestrichen. Dann wird der Teig eingeschnitten, einmal längs. Anschließend dreimal quer, sodass insgesamt 8 Portionen entstehen. Gebacken wird das Galacto Burreco, bis die Oberfläche schön goldgelb ist, etwa 45 bis 50 Minuten. Nach etwa 30 Minuten Backzeit wird der Zuckersirup gekocht. Dazu gebe ich Zucker, Wasser und die Zitronenschale in einen Kochtopf und lasse den Sirup etwa 5 Minuten bei mittelstarker Hitze köcheln. Nach der Kochzeit wird die Zitronenschale entfernt und der noch heiße Zuckersirup wird anschließend auf das noch heiße, frisch gebackene Galacto Burreco verteilt. Vor dem Verzehr sollte nun das Galacto Burreco für mindestens 4 bis 5 Stunden durchziehen. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicolszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard und ihr findet ihn auch hier unter dem Video in der Infobox. Wenn ihr mal Ideen habt oder vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen für Spezialitäten aus anderen Ländern, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wenn ihr noch nicht genügend von mir gesehen habt, dann schaut doch mal hier vorbei. Hier verlinke ich euch 2 weitere Videos. Ich wünsche euch nun einen wunderschönen Montag und dann sehen wir uns ja vielleicht gleich. Ansonsten spätestens nächste Woche Montag zu einem neuen Video. Macht's gut. Tschüss.